Wer leidet mehr im Handelskrieg, die USA oder China? Das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Denn das große Thema war gestern auch mal wieder der Handelskrieg, nachdem Quellen, Insider gesagt haben sollen, die Chinesen zweifeln, dass man mit Donald Trump einen langfristigen Deal überhaupt machen könne. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Handelskrieg, wer leidet mehr, die USA oder China? Wer hat sozusagen die größere Bürde zu tragen? Bislang war es ja China, dessen Wirtschaft lange sehr, sehr schwach sich entwickelt hat. Aber heute Nacht haben wir Daten bekommen, die überraschend waren, die die Märkte so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt haben. Was wir hier sehen, ist der Caixin Einkaufsmanager-Index Gewerbe aus China, der heute Nacht veröffentlicht wurde, mit 51,7, deutlich besser als erwartet. Das ist, die Erwartung lag bei 51,0. Das ist der beste Wert jetzt seit Februar 2017. Auch die Unterkomponenten teilweise hervorragend. Wir sehen die neuen Aufträge auf einem 81-Monatshoch sogar, also praktisch seit etwa sieben Jahren. Also hier wirklich eine starke Zahl. Die Exporte, die wieder angestiegen sind, das erste Mal seit 5 Monaten, etc., etc. Das ist durchaus eine absolute Überraschung gewesen. Chinas Märkte, Aktienmärkte daher nach oben gegangen. Gestern hatten wir ja letztendlich einen sehr schwachen Einkaufsmanager-Index, den offiziellen von NBS ermittelten, National Bureau ermittelten Einkaufsmanager-Index. Was stimmt jetzt? Normalerweise ist der Caixin-Einkaufsmanager-Index eher so an kleinere Unternehmen oder auf kleinere chinesische Unternehmen fixiert, während der offizielle Einkaufsmanager-Index eher so die großen staatlichen Firmen mit umfasst. Also das wäre ein Lebenszeichen jedenfalls hier aus der Privatwirtschaft Chinas, während der staatliche Sektor wahrscheinlich immer noch Schwierigkeiten hat, nach wie vor Schwierigkeiten hat und weiter aufgrund der Unproduktivität wohl Schwierigkeiten haben dürfte. Aber heute kommen jetzt eben diese zentralen US-Konjunkturdaten. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten, 13.30 Uhr. Da ist nur eine Zahl von 85.000 neuen Stellen erwartet. Arbeitslosenquote bei 3,6%. 85.000 ist nicht gerade viel und möglicherweise wird die Zahl heute sogar enttäuschen, denn es gab ja den Streik bei General Motors, der praktisch den gesamten Oktober gedauert hat, jetzt mehr oder weniger erstmal beendet ist. Aber das könnte so 50.000 bis 80.000 Stellen wegnehmen. Payroll ist ja die Gehaltsliste und diese Jungs, die da gestreikt haben, oder Mädels, die waren eben nicht mehr auf der Gehaltsliste. Dementsprechend könnte das wegfallen. Wir haben auch in vielen Indizes, Einkaufsmanager-Indizes etc. gesehen, Market PMI, dass die Komponente Beschäftigung sehr schwach war. Also das könnte durchaus eine Enttäuschung werden. Allerdings ist es möglicherweise so, dass da Seasonal Adjustments, wie sie gerne mal von den Amerikanern vorgenommen werden, also saisonale Anpassungen vorgenommen werden. Das ist dann immer so eine Komponente, die schwer zu berechnen ist. Jedenfalls wird man da heute sehr genau drauf schauen, 13.30 Uhr, nachdem Donald Trump ja gesagt hat, best economy ever. Und dann vor allem der ISM-Index Gewerbe, der deswegen von der Wall Street so stark beachtet wurde und wird, weil eben die produzierenden Unternehmen im S&P 500 einen Großteil, nämlich 2/3 der Gewinne ausmachen der S&P 500 Konzerne. Und die Dienstleistung ist also weniger margenstark. Produktion ist das, was Kohle bringt, auf Deutsch gesagt. Und deswegen wird man da stark drauf achten. Schauen wir uns mal die Daten an, wie sie zuletzt gewesen sind. Das sind die Non-Farm Payrolls, also die Zahl der neu geschaffenen Stellen. Und wir sehen, es geht seit Donald Trump im Amt, ist relativ volatil hin und her. Wir sehen keine wirklich klare Tendenz. Es orientiert sich so um 200.000 als Durchschnitt. Wenn wir jetzt unter der 100.000er Marke reinkommen, dann sehen wir schon einen leichten Trend hier nach unten. Das gleiche gilt dann auch vor allem für den ISM-Index, der hier zur Darstellung kommt. Wir sehen, da waren wir noch in 2018 über der 60er Marke. Traumwerte, jetzt sind wir runter auf 48, sogar unter der 48, also Kontraktion, 50 ist ja die Grenze. Wir sehen also, dass die Daten in den USA sich insgesamt eintrüben. Das sehen wir auch beim Economic Surprise Index der Citigroup. Hier sehen wir, dass es da steil nach unten geht. Das ist der steilste Abstieg, der steilste Niedergang sozusagen seit dem Jahr 2017. Dieser Macro Surprise Index, der misst ja sozusagen die Differenz zwischen der Erwartung an Konjunkturdaten und die tatsächlichen Konjunkturdaten, wie stark ist die negative oder positive Überraschung. Hier sehen wir, dass die
Überraschung zuletzt, der sehr negativ war. Zuletzt gestern hier mit dem Chicago Einkaufsmanager Index, der auf 43,2 gefallen ist. Das ist schon ein herber Sturz. Wir haben eine solch starke Bewegung schon seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen beim Chicago Einkaufsmanager Index. Auch der könnte durch General Motors und den Streik dort beeinflusst sein, aber hier stellt David Rosenberg die Frage, naja, die Fed erzählt uns, die Wirtschaft sei so wirklich solide und dann kriegen wir so einen Einkaufsmanager-Index, da kann was nicht stimmen und in der Tat, möglicherweise weiß die Fed mehr, aber erzählt uns nicht mehr. Sie pumpt ja, wie Sie hier sehen, 120 Milliarden Dollar pro Tag in den Markt, damit die Liquidität am Geldmarkt hier gesichert bleibt. Hier sehen wir die akzeptierten Mengen. Hier ist die Available, also das ist das, was die Fed anbietet und das ist faktisch hier die Nachfrage und die Nachfrage ist gigantisch nach wie vor bei den Beteiligten. Das sind die Schattenbanken, das sind die Banken, möglicherweise hängen da einige Banken schief, haben irgendwie ein Problemchen, haben vielleicht ein Derivatebuch, was so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Manche sagen, das könnte vielleicht auch die Deutsche Bank sein. Jedenfalls scheint es da im Innerbankenmarkt, im Interbankenmarkt irgendwie Misstrauen zu geben, scheint die Liquidität nicht mehr zu fließen, wie Jerome Powell es gesagt hat. Warum hat er nicht gesagt, wir wissen es nicht. Jedenfalls ist das eines der großen Mysterien, die zeigen, dass möglicherweise die US-Konjunktur, der Finanzmarkt in den USA schon ein Problemchen hat und das, obwohl wir auf Allzeithochs hantieren. Apropos Problemchen, wir haben ja gestern jetzt gesehen, dass die Demokraten es geschafft haben, im Abgeordnetenhaus das Regelwerk, das Vorgehen in Sachen Impeachment, Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump festzulegen. Das könnte dann in der nächsten Woche ein ganz, ganz großes Thema werden, denn A ist die Trump-Administration gezwungen, Dokumente dann herauszugeben. Das hat man vorher verweigert. Viele Zeugen verweigern sich, die Trump nahestehen. Das ist das eine, aber vor allem das andere, dass eben dann öffentliche Anhörungen stattfinden, die dann teilweise im Fernsehen übertragen werden und viele Amerikaner, die haben dieses ganze Impeachment-Ding überhaupt noch nicht so richtig wahrgenommen, nicht richtig ernst genommen. Aber wenn es in der Glotze läuft, dann hat das plötzlich eine Breitenwirkung. Das ist das, was die Demokraten vielleicht auch erreichen wollen. Trump versucht jetzt dagegen zu halten mit wieder Steuerideen. Wie könnte man Steuern senken? Und wir sehen hier, dass diese bisherige Steuersenkerei nicht wirklich viel gebracht hat. Wir sehen, dass das BIP tendenziell rückläufig ist, trotz der Steuergeschenke, die Trump gemacht hat. Und wir sehen, dass das Defizit hier steigt. Wenn hier die Kurve in diese Richtung geht, dann steigt das Defizit. Wir haben derzeit 4,6% des BIPs, dass die USA faktische Miese machen. Es war schon mal schlimmer in der Finanzkrise. Und dann wurde es deutlich besser. Jetzt wird es wieder deutlich schlimmer. Und das trotz all dieser Stimulusmaßnahmen, die Donald Trump ja durchgebracht hat. Wir sehen hier die seligen Clinton-Zeiten, als die USA sogar mal einen Überschuss erwirtschaftet hatten. Das ist aber lange her. Die Zeiten sind vorbei. Wir sehen also, dass Trump jetzt dieselbe Medizin nochmal versucht, aus dem Giftschrank zu holen, die ohnehin nicht gewirkt hat, die nicht wirklich zu Investitionen geführt hat. Wir sehen Business Investment bei den BIP-Zahlen, die wir am Mittwoch bekommen hatten, 3% rückläufig. Also das ist ein ziemlicher Flop. Jetzt soll das Gleiche nochmal gemacht werden. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Die Charts von Capital.com, wir sehen den Index bei 27.115, erholt von den Tiefständen, die wir gestern gesehen haben, eben als Reaktion auf das, was an Daten aus China kam. Hier haben wir den S&P 500 3043, der war schon tiefer gestern, das ist allerdings ein etwas größerer Chart. Wir sehen den Nasdaq 8112, auch hier also die Erholung, die erkennbar ist. Was wird das Ganze mit dem DAX veranstalten? Der ist gestern ja auch ein bisschen runtergekommen, ist allerdings jetzt wieder bei 12.927. Der Index hält sich doch relativ sportlich. Der DAX ist gut drauf. Das ist der Euro-Dollar 1,1162. Auf dem Sprung weiter nach oben, Fragezeichen. Wir haben Gold bei 1510, also wieder über der 1500er Marke und Crude Oil bei $54.43. Wer leidet mehr, die USA oder China? China hat jetzt erstmal vorgelegt, erstmal 1-0 für China. Jetzt müssen die USA zeigen, dass sie immun sind gegen den Handelskrieg. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Die Non-Farm Payrolls werden sehr, sehr wichtig. Die Fed hat ja die Zinsen jetzt erstmal eingefroren und gesagt, ja, nur wenn was ganz Dramatisches passiert, dann würden wir die Zinsen weiter senken. Oder wenn die Inflation ganz dramatisch nach oben geht, was derzeit nicht absehbar ist, im kurzen Zeitfenster zumindest, dann
wenn wir die Zinsen anheben. Also werden jetzt die Märkte nicht mehr diese Zinskarte spielen können, sondern sich sozusagen an den Fakten orientieren müssen, nämlich an den ökonomischen Fakten. Und das wird spannend zu beobachten sein bei Finanzmarktwelt. Werden Sie darüber informiert? Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.